Willkommen aus München, hier haben wir das neue Sony Xperia Z5 Smartphone in Silber, wie ihr sehen könnt, beziehungsweise steht hier unten nochmal drauf, dass wir hier die Graphite Black Version haben. Vorne sieht zwar nach der weißen aus, aber drin werden wir hier dieses Modell hier finden, was ihr auf der Rückseite seht, als schwarz. Es gibt noch ein Gold, Grün und Weiß. Die haben natürlich etwas andere Farben, wenn wir die Designnamen nehmen würden, aber man erkennt hier die Farben auch ganz gut. Und jetzt ganz neu in dem Z5, was der Hauptaugenmerk ist, ist, dass wir hier einen Fingerabdruckleser drin haben, was natürlich unter dem neuen Android 6 Marshmallow dann unterstützt wird, was natürlich noch nicht hier drauf ist, denn das wurde erst nach der Vorstellung von dem Handy gezeigt von Google, aber das kommt die nächsten Monate natürlich als Update auch für das Z5 hier raus. Hier können wir auch noch ein bisschen erkennen, dass wir wirklich wieder eine schnelle Kamera haben mit einem Autofokus, der unter 0,1 Sekunden liegen soll. Und außerdem 23 Megapixel Auflösung gab es auch noch nie in einem Smartphone drin, also auch wirklich viele Pixel, die uns achtfachen digitalen Zoom erlauben, was natürlich auch ganz schön ist. Aber packen wir das Ganze jetzt mal aus und dann zeige ich euch in den nächsten Tagen ein paar Tests mit der Kamera und weiteren Geschichten. Hier einmal das Smartphone in der Verpackung drin, dazu kommen wir gleich. Vorher noch ein bisschen das Ladegerät. Haben wir hier von Sony mit 1,5 Ampere bei 5 Volt Stromausgabe, also der 3000 mAh Akku, werden wir ungefähr in 2 Stunden laden können. Dann natürlich noch Micro-USB-Kabel, auch nichts Besonderes hier, aber noch ein Kopfhörer auch mit dabei von Sony, der uns erlaubt, natürlich auch Anrufe anzunehmen, hat ein Mikrofon drin, MH75 in ihr und wahrscheinlich relativ bequem, wir werden das natürlich auch ausprobieren. Und dann auch noch etwas zu lesen drin, aber ganz kurz gehalten hier ein Zettel. Gerade noch auf Englisch, weil das erst in den nächsten Tagen auf den Markt kommt. Und hier steht dann zum Beispiel, dass wir weiterhin ein wasserfestes Smartphone haben, dank IP65 und 68 Standard. Beziehungsweise auch ein MicroSD-Kartenslot ist drin, nicht nur ein Nano-SIM-Kartenslot, was natürlich auch sehr wichtig ist, damit wir den 32 GB Speicher erweitern können. Von vorne natürlich komplett schwarz das Ganze, wir können mal kurz die Folie abziehen, dann schaut es ein bisschen schöner aus. Beziehungsweise auf der Rückseite ist auch eine Folie drauf, denn auch da soll das Ganze hier mit einer Glasschicht, die etwas behandelt wurde, überzogen sein. Beziehungsweise hier ist keine Folie drauf, sondern wir haben das Ganze einfach hier mit einer matten Oberfläche, was im Vergleich zu dem Z3 oder Z3 Plus ein bisschen vielleicht angenehmer ist, weil es da immer so gespiegelt hat und rutschig war. Ansonsten hier sehen wir jetzt die neue Kamera, weiterhin nur einen Blitz von Sony. Oben haben wir einen Headset-Jack mit noch einem Mikrofon dran, komplett offen, obwohl es wasserfest ist. Auch schon wie bei den letzten zwei Modellen. Wir haben hier an der Seite einen kleinen Slot, wo wir jetzt nur noch die Micro-SD und die Nano-SIM einlegen müssen. Dazu müsst ihr hier so ein kleines Plastik-Ding rausziehen. Dazu braucht ihr leider ein bisschen Fingernägel. Genau, also ihr müsst hier so ein kleines Plastikfach rausziehen, was ihr danach wieder reinschieben müsst mit der SIM-Karte und der Micro-SD. Genau. Und dann schön fest das Ganze hier zudrücken, damit auch ja kein Wasser reinkommt, falls ihr es wirklich mal in der Dusche oder sonst wo verwenden wollt. Dann haben wir hier den Micro-USB-Stecker, auch komplett offen für die Dock, ganz praktisch. Und hier weiterhin können wir uns einfach hier das Ganze auch um unsere Hand hängen oder um unseren Hals hängen oder an weitere Stellen. An der Seite hier wird es jetzt spannend, denn hier haben wir nicht nur einen dedizierten Kameraknopf und einen Lautstärkeregler, sondern auch den An- und Ausschalter, der den Fingerprint-Reader dann auch drin hat. Also ihr müsst hier einfach den Finger dran halten und schon kommt ihr in das System von Sony dann rein, falls ihr einen Fingerabdruck voreingestellt habt. Von vorne hier haben wir eine 5-Megapixel-Kamera, 5,1 um genau zu sein, für Selfies und ansonsten den neuesten Snapdragon-Prozessor von Qualcomm, also ist das Ganze auch noch schön schnell. Der fährt gerade nochmal runter, ich weiß jetzt nicht ganz genau wieso, aber wir müssen das Ganze gleich erstmal auch einrichten und dann können wir euch im Detail das schöne neue Sony Xperia Z5 zeigen, das kleiner geworden ist als der Vorgänger, das Z3 oder naja, ähnlich groß, aber ein leicht anderes Design bekommen hat. An der Seite komplett weiter in Metall außenrum und wie gesagt, viel sich in der Hardware intern getan hat, außen nicht ganz so spannend neu eigentlich. Mein Name ist Balaschka, das war das Z5 im kurzen Unboxing und bis zum nächsten Mal.